Gut, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir sind jetzt im Kapitel 02, Informatik und Gesellschaft, das Kapitel für Ihren ersten Unterrichtsversuch. Heute werden wir da sicherlich durchkommen, wenn Sie sich mal die Foliennummer ansehen. 82 von 105, das werden wir sicherlich heute schaffen, wenn ich nicht so viel jetzt am Anfang rede. Und was ich Wir sind jetzt hier. Ich möchte Sie darauf nochmal darauf hinweisen, werde ich auch noch schriftlich hinterher tun, dass Sie bitte jetzt langsam an Frau Völker und mich ein Thema schicken, was Sie sich vorstellen könnten halt für Ihren ersten Unterrichtsentwurf. Gut, hier waren wir stehen geblieben. Also diese Folie haben wir beim letzten Mal schon gesehen, genauso wie die nächsten beiden. Ich steige aber hier nochmal ein, was KI ist. Wir reden hier lieber von maschinellem Lernen, weil das nicht so ein Buzzword ist, sondern eher ein neutrales technisches Wort. Und Sie sehen hier ein paar Punkte, was so typische Anwendungsszenarien sind. Die ersten beiden Punkte haben wir schon beim letzten Mal betrachtet und haben dann die Vorlesung gestoppt. Dann möchte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz zum Einstieg hier durchgehen. Der erste Punkt: Klassifikation. Sie beispielsweise eine Ja-Nein-Klassifikation häufig haben, also eine binäre mit zwei Klassen genau haben, gut oder bösartig, beispielsweise bei Tumoren. Hier ein Beispiel für eine Klassifikation mit mehr als zwei Klassen, auch hier wieder und so weiter. Diesen Punkt hatten wir auch schon. Scores berechnen, beispielsweise bei Kreditwürdigkeit, ist so ein bisschen ähnlich wie Klassifikation, nicht? Nur, dass es nicht einzelne diskrete Werte sind, ja, nein oder 1, 2, 3 oder rot, gelb, grün oder so etwas, sondern es sind dann numerische Werte auf einer Skala, wobei eben oft genug dann eben ein Schwellwert dann genommen wird und alles. Oder mehrere Schwellwerte. Alles, was oberhalb des höchsten Schwellwerts ist, ist ein gutes Risiko, beispielsweise bei Kreditwürdigkeit. Alles, was unter dem unteren Schwellwert ist, ist ein schlechtes Risiko. Und alles, was zwischen den beiden Schwellwerten ist, ist dann so einigermaßen okay, so etwas beispielsweise. Entweder einerseits, um bei dem Beispiel zu bleiben, Kreditwürdigkeit überhaupt, ob überhaupt ein Kredit vergeben wird und dann auch zu welchen Konditionen der Kredit vergeben wird. Gut, diesen Punkt hatten wir beim letzten Mal noch nicht. Hier setzen wir jetzt neu ein. Identität feststellen. Identität heißt nicht unbedingt Abgleich mit etwas, was man kennt, also mit guten oder bösen Tumoren beispielsweise oder so etwas, wie wir das eben in den Klassifikationen hatten, sondern Abgleich von zwei oder mehr verschiedenen Sachen, die man nicht unbedingt kennt. Sowas zum Beispiel wie hier. Häufig natürlich kennt man eins der beiden Bilder von Gesichtern, nämlich beispielsweise das Passbild, das hinterlegt wird, wenn Sie einen Pass oder oder was anderes, Führerschein oder irgendeinen Lichtbildausweis sich machen lassen. Und auf der anderen Seite beispielsweise das Bild, das von Ihnen jetzt gerade von der Kamera gemacht wird und dann wird automatisch abgeglichen, ob das Bild, das von Ihnen gerade eben gemacht worden ist, beispielsweise bei der Flughafenkontrolle, ob das dem Bild im Reisepass entspricht oder dem hinterlegten Bild, für Sie hinterlegten Bild, entspricht oder nicht. Das heißt also, Sie kennen die Klassen vorher nicht unbedingt. Zum Beispiel Ähnlichkeit von zwei Gesichtern, wie eben. Also Sie haben eine ganze Menge von Bildern, von Porträtbildern, von Fotos von verschiedenen Leuten. Und die Aufgabe lautet jetzt festzustellen, welche dieser Bilder jeweils dieselbe Persönlichkeit, dieselbe Person abbilden. Also eine Klassifikation, ohne vorher die Klassen zu kennen. Sie wissen nicht, welche Personen das sind. Oder auch solche Zusammenhänge wie hier, häufig im Einzelhandel. Das kennen Sie von Werbung beim Onlinehandel. Personen, die sich X angesehen haben, haben sich auch Y angesehen und solche Sachen. Also, wir haben jetzt hier ein Score, also ein Ähnlichkeitsscore. Wie ähnlich sind sich zwei Gesichter, zwei Fotos von Gesichtern beispielsweise? Oder wie ähnlich im Kaufverhalten, wie nah beieinander im Kaufverhalten sind zwei verschiedene Produkte A und B? Dafür dann einen Score, vielleicht auch wieder von 0 bis 100% oder so etwas.
So, also versuchen wir mal zu sammeln, wie funktioniert denn jetzt KI eigentlich? Falls Sie Lehrveranstaltungen zu maschinellem Lernen, zu künstlicher Intelligenz und so weiter schon belegt haben, ist vieles für Sie natürlich hier ein alter Hut, beziehungsweise auch sehr oberflächlich. Aber wir nehmen hier schon einen etwas anderen Blickwinkel ein, sodass ich denke, dass auch für diejenigen, die schon dazu was belegt haben, immer noch ein Mehrwert dabei ist durch diese Lehrveranstaltung hier. So, erstmal ganz abstrakt. Wir werden uns das dann konkret nochmal überlegen, was das heißen kann. Ich verwende gerne den Begriff kalibriert im Deutschen. Es erscheint mir der treffendere Begriff. Meistens spricht man von trainieren. Aber vielleicht ist es im Englischen der treffende Begriff to train, to training. Das weiß ich jetzt nicht, aber im Deutschen ist das eigentlich der treffende Begriff meines Erachtens, aber ist egal. Es hat sich international eigentlich etabliert, von trainieren, von Training zu sprechen. So, und da brauchen wir natürlich eine sehr große Zahl von Beispielen. Wenn Sie sich überlegen, nochmal das Beispiel mit den gutartigen und bösartigen Tumoren. Wie vielfältig solche Tumoren aussehen können, da braucht man natürlich eine große Zahl von Beispielen, bis dann die Software der maschinelle Lerner tatsächlich für ein Foto einigermaßen sich entscheiden kann, ob das ein gutartiger oder bösartiger Tumor oder vielleicht gar nichts ist. So. Hier sehen Sie jetzt also, was ich eben sagte. Training ist eigentlich das international etablierte Wort. Diese Beispiele sind die Trainingsdaten und man spricht dann eben von trainiert. Was heißt das? Wir reden jetzt hier von Algorithmen, die sehr viele Stellgrößen haben, die sehr viele Freiheitsgrade haben. Sie kennen das aus der AOD und anderswoher, dass es immer so ein bisschen Freiheitsgrade gibt bei den Algorithmen dort. Also zum Beispiel bei sowas wie Quicksort wissen Sie, dass die Wahl des Pivot-Elements ein Freiheitsgrad ist. Aber so viel mehr Freiheitsgrade hat man dann eigentlich nicht mehr sinnvollerweise. Also die Freiheitsgrade, die man noch hat, die bieten jetzt keinen Mehrwert. Die muss man einfach so oder muss man bei der Implementation entscheiden, man macht so oder man macht so. Aber es ist eigentlich gehupfig gesprungen. Aber die Wahl des Pivot-Elements ist ein sinnvoller Freiheitsgrad, über den man sich halt Gedanken machen sollte. In anderen Algorithmen haben Sie gar keine großen Freiheitsgrade mehr. Wenn Sie in einem Baum beispielsweise absteigen, haben Sie, und beide Richtungen sind sind äquivalent, dann können Sie entscheiden, ob Sie nach links oder nach rechts absteigen, um ein neues Element anzuhängen, beispielsweise. Aber auch das ist wieder gehupft wie gesprungen. Also wir reden hier eigentlich schon von Algorithmen, die ein bisschen mehr Freiheitsgrade haben, wo die Freiheitsgrade, diese Stellgrößen, eben zentral für den ganzen Algorithmus sind und nicht so eine nette Zusatzsache wie etwa die Pivot-Strategie bei Quicksort. Und wir reden eigentlich nicht von einem Algorithmus, sondern von zwei Algorithmen. Der eine trainiert den anderen auf Basis dieser Trainingsdaten. Ja, wir reden vom Lernalgorithmus und der eigentliche Algorithmus, der dann tatsächlich beispielsweise für verschiedene Fotos von Tumoren die Entscheidung dann trifft, ob es überhaupt ein Tumor ist und wenn ja, ob es ein bösartiger Tumor ist. Und das ist halt der Punkt. Je nachdem, wie diese Stellgrößen eingestellt wird, dann nehme ich wieder Quicksort, Wahl des Pivot-Wertes als Beispiel. Ja, wenn Sie immer den Median nehmen, den Median der zu sortierenden Sequenz als Pivot-Wert, dann ist das optimal. Dann wird ja Quicksort in jedem Rekursionsschritt immer die Liste in zwei gleich große Teillisten zerlegen und so weiter und so fort, sodass wir dann tatsächlich also logarithmische Tiefe der Rekursion garantieren können. Aber auf der anderen Seite kostet es sehr viel mehr Aufwand, den Median erstmal zu berechnen jedes Mal, sodass man da beliebig viel, sich da einiges überlegen kann. Hier sieht es jetzt so aus, Sie haben verschiedene numerische oder binäre Werte, Stellgrößen immer, und die können Sie nach Gusto sozusagen so oder so wählen. Und der Lernalgorithmus muss versuchen, nach Möglichkeit die beste Wahl zu treffen. Sie haben hier sozusagen ein Optimierungsproblem. Gegeben ist ein bestimmter
eigentliche Algorithmus, der die Entscheidungen treffen soll, mit Stellgrößen, die man da einstellen kann, mit verschiedenen numerischen Parametern oder auch binären Parametern oder überhaupt diskreten Parametern, die man wählen kann. Und der Lernalgorithmus ist ein Optimierungsalgorithmus, der für diesen Algorithmus und für diese gegebenen Trainingsdaten versuchen soll, eine möglichst gute Einstellung der Stellgrößen zu finden. Was heißt möglichst gut? Dass für möglichst, salopp gesagt, dass für möglichst viele der eingegebenen Trainingsdaten das richtige Ergebnis rauskommt. Also man würde es ein bisschen komplizierter machen. Also die Distanz vom Ergebnis des eigentlichen Algorithmus zu den tatsächlichen realen Trainingsdaten wird sicherlich nicht einfach so, wie ich das eben gesagt habe, berechnet werden, sondern man wird eine andere Distanzmetrik dazu hernehmen, aber so im Großen und Ganzen. Also über alle möglichen Kombinationen von Einstellungen der Stellgrößen. So, was ist erstmal über? Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen. Da will ich gehen wir noch mal ganz kurz auf die Folie vorher zurück. Da will ich ganz Ich große habe mal eine Warnung. Frage. Ja. Jetzt für den Fall beim Algorithmus, der jetzt, sagen wir mal, erkennt Bilder von Häusern. Ja. Und wenn er jetzt sozusagen anhand von Captchas, sage ich mal, Häuser erkennt, dann sammelt er diese Daten. Passt er dann sozusagen einfach den Algorithmus danach an den gesammelten Daten? Also ist das Er dann wie passt das es nur an den läuft? gesammelten Daten an. Wenn Sie ihm nur Beispiele von Einfamilien, also die Frage war, oder das Beispiel war, er soll Häuser erkennen auf Bildern. Und die Frage war, ob es nur an den gesammelten Daten, ja, nur an dem, was er halt an Wissen hat. Ja, typische Situation ist die, dass er halt eine ganze Menge Daten bekommt von Bildern mit Häusern und eine ganze Menge Daten von Bildern ohne Häuser. Und jeweils mit der Information, der Algorithmus, der Lernalgorithmus bekommt die Information dazu, welche Bilder jetzt Häuser haben sollen und welche Bilder nicht Häuser haben sollen. Und anhand dieser Trainingsdaten versucht er die Stellgrößen bestmöglich einzustellen. Das hat natürlich damit dann zu tun, was rauskommt, was für Bilder Sie ihm geben. Wenn Sie nur Bilder von Einfamilienhäusern geben, dann kann es sein, dass er dann ein Mehrfamilienhaus dann hinterher klassifiziert, dass es kein Haus, kein ein Bild ohne Haus ist oder so etwas, mal salopp gesagt. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, danke. Also es ging hauptsächlich darum, mit der Verbindung mit den Stellgrößen. Ja, Danke. genau. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel an. Es werden nur Häuser mit roten Dachziegeln, mit Schrägdächern gezeigt. Dann kann es durchaus sein, dass ein Bungalow mit Flachdach dann eben nicht als Haus erkannt wird. So, wir müssen hier unterscheiden zwischen überwachten und unüberwachten Lernen, wenn wir jetzt auch in die Beispiele gehen. Überwachtes Lernen ist das, was man meistens, glaube ich, ja, ich will vorsichtig sein, was nach meinem Gefühl besonders häufig vorkommt, aber muss vielleicht nicht sein. Darunter fallen zum Beispiel diese Dinge, die meisten Sachen, die wir jetzt betrachtet haben, dass wir so eine Eingabe haben, zum Beispiel ein Foto und schon mal die Klassifikation des Fotos. Und der Lernalgorithmus soll jetzt also die Stellgrößen so einstellen, dass der eigentliche Algorithmus möglichst gut auf diesen Trainingsdaten, die eben Paare sind, bestehend aus so einem Foto und der Information, um was für eine Art von Foto es sich handelt, wohin dieses Foto bitteschön zu klassifizieren ist, darauf dann das bestmögliche Ergebnis zu kriegen. Zum Beispiel hier, dass Sie eine Riesenmenge von Bildern von Tumoren haben oder überhaupt sagen wir von auffälligen Hautstellen und jeweils dann die Information von Menschen manuell annotiert, man redet da immer von annotieren, dass welche dieser Bilder jetzt einen gutartigen Tumor, einen bösartigen Tumor oder gar keinen Tumor darstellen. Und das sind dann die
Das sind dann die Trainingsdaten und es ist ein ganz normales, wenn man so will, ganz normales Optimierungsproblem oder wir können es auch ein Approximationsproblem nennen. Das reale Ergebnis, die reale Klassifikation, wie sie durch Menschen gegeben ist, durch die Maschine möglichst gut zu erreichen. Oder zum Beispiel auch hier, wenn ein Text, wir hatten das Beispiel, in einem Text die Wortarten der einzelnen im Text auftretenden Wörter bestimmen, dass auch hier wieder Annotatoren diese Texte durchgehen, jedes Wort annotieren mit seiner Wortart. Und das sind dann die Trainingsdaten und der Lernalgorithmus soll den eigentlichen Algorithmus so trainieren, dass er also die Stellgrößen so setzen, dass das Ergebnis möglichst nah an diesem von den Annotatoren vorgegebenen Ergebnis dran ist. Oder zum Beispiel hier Personenprofil, da sind wir jetzt wieder beim Thema Kreditwürdigkeit, dass alle möglichen Informationen über Personen, Alter, Geschlecht, Einkommen, Vermögen, bisheriges Schuldnerverhalten, dass man diese ganzen Daten, ja, diese ganzen unschuldigen Daten, wie zum Beispiel auch, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, thematisiert, Anzahl der Bankkonten, die jemand unterhält, Anzahl der Mobilfunkverträge, die jemand unterhält, Anzahl der Wohnortwechsel und so weiter, dass die abgeglichen für jede einzelne Person in den Trainingsdaten abgeglichen werden mit dem Schuldnerverhalten, also inwieweit diese Person jetzt in der Vergangenheit ein gutes oder ein schlechtes Risiko war. Ja, das zusammen bildet ein Element der Trainingsdaten, das Personenprofil mit verschiedenen Attributen plus eben wie gut das Schuldnerverhalten, inwieweit Kredite geplatzt sind und Privatinsolvenz und so weiter. Und diese ganzen Elemente, solche Paare werden dann gefüttert und daraus ergibt sich dann der Score, den Sie bekommen, auch wenn Ihre Anzahl Mobilfunkverträge, auch wenn Ihre Anzahl von Bankkonten, Ihre Anzahl von Wohnungswechseln vielleicht überhaupt nichts, also überhaupt nichts zu sagen haben, auch wenn Sie vielleicht der beste Schuldner der Welt sind. Aber das kann das System ja nicht wissen. Das System kann nur Korrelationen feststellen. Und wenn Sie dann halt eine hohe Korrelation haben mit anderen Leuten, die schlechte Schuldner waren in der Vergangenheit in diesen Trainingsdaten, dann ist es halt nicht für Sie. Oder hier zum Beispiel dann das und unüberwachtes Lernen. Da weiß man gar nicht vorher, wonach man suchen soll. Ja, ein Beispiel ist wieder etwa, was kaufen Leute im Supermarkt häufig zusammen? Also Leute, die X kaufen, kaufen auch gerne Y und so weiter. Ja, man weiß gar nicht, wonach man suchen soll, welche dieser vielen, vielen verschiedenen Kombinationen aus einzelnen Produkten, Produkt A, Produkt B, wie häufig werden die zusammen gekauft? Wie sehr interessiert sich jemand für Produkt B, wenn er sich vorher für Produkt A interessiert hat? Ja, das muss man sozusagen erst überhaupt herausfinden. Also keine Klassen vorgeben, sondern einfach sozusagen ins Blaue mit Schrot schießen und gucken, wo es getroffen hat. So, also was wir wollen, sind möglichst trennscharfe, nicht vorgegebene Klassifikationen oder statistische Auffälligkeiten. Also nicht vorgegebene Klassifikationen, ja, wenn Sie nicht wissen, wenn Sie einfach nur verschiedene Arten von Hautauffälligkeiten haben, ohne sich Gedanken zu machen, das können Tumoren sein oder ähnliches, dass Sie einfach nur versuchen, eine möglichst prägnante, möglichst trennscharfe Klassifikation von solchen Hautauffälligkeiten zu haben, in der Hoffnung, dass diese Klassifikation, die automatisch erstellt worden ist, Ihnen Hinweise gibt, dass Sie vielleicht noch bestimmte Arten von Hautauffälligkeiten noch gar nicht so richtig verstanden haben, noch gar nicht so richtig identifiziert haben, dass irgendwelche Klassen da auftreten, die Ihnen neu sind oder wo Sie sehen, eine Klasseneinteilung zwischen A und B, wo die Medizin bisher noch gar keine Klassenaufteilung gesehen hat, wo es sich lohnt, mal weiter reinzuschauen, sind die Fälle A und B, wo jetzt die Software eine Trennung vorgenommen hat,
wo die Medizin eigentlich bisher noch keine Trennung gesehen hat. Vielleicht lohnt es sich ja da tatsächlich drüber nachzudenken, ob das nicht doch zwei verschiedene Fälle und nicht derselbe Fall sind. Statistische Auffälligkeiten beim Absatz in Einzelhandel. Wie Leute, die Windeln gekauft haben, haben auch, keine Ahnung, Babynahrung gekauft oder solche Sachen. Das ist so offensichtliche Zusammenhänge sind natürlich nicht das Interessante. Das Interessante sind die nicht so offensichtlichen Zusammenhänge, die man nur mit viel Rechengeschwindigkeit herauskriegen kann. Korrelation eben zwischen Produkten A und B oder auch solche Sachen wie zum Beispiel vor Feiertagen. Wir hatten ja jetzt erst gestern ein verlängertes Wochenende, einen Feiertag oder bei großen Fußballspielen und Ähnlichem. Was wird da besonders häufig gekauft? Mit der Zielsetzung einerseits der Werbung, aber auch mit der Zielsetzung beim letzten Punkt auch der Lagerhaltung. Ja, Sie wissen ja, dass die Supermärkte jetzt und auch die Zentrallager versuchen, ihre Lagerhaltung auf das Minimum zu reduzieren, ohne dass sie als Kunde unzufrieden sind, weil wieder die Hälfte von dem, was sie kaufen wollten, nicht mehr da ist. Und da ist es natürlich interessant zu wissen, vor einem Feiertag, beispielsweise, was sollte typischerweise da besonders viel geordert werden? Was sollte da typischerweise besonders wenig geordert werden? Weil man aus früheren Erfahrungen weiß, das Kaufverhalten vom Feiertag wird so und so anders sein als zu anderen Tagen. So, wie kann man sich das Training vorstellen? Nehmen wir Korrelationen her. Also, Sie haben ja die Trainingsdaten, nicht? Was haben Sie bei Kaufverhalten im Supermarkt für Trainingsdaten? Naja, im Grunde Kassenzettel, wenn man so will. Natürlich in elektronischer Form, nicht Papier. Der Supermarkt, die Supermarktkette hat einen Riesenhaufen von Kassenzetteln, weiß darüber eine ganze Menge, weiß teilweise, kann Kassenzettel, wenn sie nicht bar bezahlen, sondern immer mit derselben EC-Karte oder immer noch eine Kundenkarte dafür mitverwenden, dann weiß die Supermarktkette natürlich auch, welche Kassenzettel zusammengehören, welche von derselben Person oder zumindest mit derselben Karte bezahlt worden sind und kann darüber natürlich eine ganze Menge Korrelationen anstellen zwischen den einzelnen Produkten, was da besonders häufig zusammengekauft wird und was da weniger gekauft wird, kann man vielleicht sich auch überlegen, dass man Sonderangebot bei einer Produktart dann dahin stellt, wo die andere Produktart ist, die besonders häufig zusammengekauft werden und ähnliche Sachen. So, das hatte ich schon gesagt, wofür das dann verwendet werden soll. Wie gehen wir da vor? Wir haben einen hochdimensionalen Raum von numerischen Kenngrößen. Nicht? Denken Sie beispielsweise an Fotos wieder, was die Essenz eines Fotos ausmacht, lässt sich ja nur in einem hochdimensionalen Raum ausdrücken. Dafür ist die Möglichkeit, Fotos zu machen, viel zu vielfältig, sprich eben hochdimensional. Und wenn wir das nur binär betrachten, dann kann man sich das vielleicht noch so ein bisschen vorstellen, mit ein bisschen Vorstellungsvermögen aus der linearen Algebra, dass Sie haben im Prinzip zwei Punktewolken in diesem numerischen Raum, nicht? Also nehmen wir mal an, Sie haben Fotos von bösartigen und Fotos von gutartigen Tumoren. Nehmen wir dieses Beispiel wieder her. Sie beschreiben diese Fotos durch eine große Anzahl von verschiedenen numerischen Eigenschaften. Sprich, wir reden von Punkten in demselben hochdimensionalen Raum. Die Gutartigen sind eine Punktewolke, die Bösartigen sind eine Punktewolke und Sie wollen jetzt eine Trennebene finden. Das ist die typische Vorgehensweise, eine Trennebene finden, die nicht hundertprozentig trennen wird in der Regel, weil die Punktewolken sich doch durchdringen, weil zu viel Unschärfe drin ist. Aber doch die so ist, dass möglichst viele Gutartige auf der einen Seite und möglichst viele Bösartige auf der anderen Seite dieser Trennebene sind. Ja, so können Sie sich das bei binär ungefähr vorstellen und dann können Sie sich ja vorstellen, dass man diese Idee weiterentwickelt, um andere Klassifikationen, die nicht mehr binär sind, dann eben auch reinzukriegen. Ja, das heißt also, man macht einen gewissen Fehler, ja, durch diese Trennebene, eben weil die beiden Punktewolken sich durchdringen, wird man nie eine wirklich 100% trennscharfe Ebene finden können. Und das heißt also,
Sie haben auf der einen Seite fast alle gutartigen Tumoren und ein paar bösartige. Diese bösartigen sind dann Fehler. Und auf der anderen Seite genau umgekehrt, die ganzen bösartigen, fast alle bösartigen und ein paar gutartige, da sind die gutartigen der Fehler. Bei diesen paar machen sie dann einen Fehler. Macht der Algorithmus einen Fehler. Noch ein anderer wichtiger Unterschied bei KI, wenn man sich das genau klar machen will, was da eigentlich abgeht, ist Whitebox-Verfahren und Blackbox-Verfahren, wobei natürlich immer auch also Sie kennen das ja in anderen Kontexten, wo man von Whitebox und von Blackbox redet, dass es immer auch Graybox so als Mittelding geben kann. Aber wir belassen es mal der Einfachheit halber bei den beiden Fällen, die sicherlich am häufigsten vorkommen, Whitebox und Blackbox. Was ist der Unterschied? Ja, kann man sich ungefähr vorstellen. Wenn wirklich die beispielsweise eine Firma, ein Unternehmen, das Kreditwürdigkeit, Scores für Kreditwürdigkeit berechnet, wie beispielsweise die Schufa, wenn die alle ihre Daten offenlegen würde und ihre Algorithmen offenlegen würde, sie macht das nicht, weil es Geschäftsgeheimnis gibt und ist, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist und weil in Deutschland etwa das Geschäftsgeheimnis entsprechend geschützt ist. Aber wenn sie das offenlegen würde, dann könnte jeder von ihnen seinen eigenen Score problemlos mit ein paar einfachen Rechnungen so mehr oder weniger wahrscheinlich berechnen. So, also man kann auch ein bisschen vorhersehen. Wenn ich mehr Mobilfunkverträge habe, dann wird mein Score runtergehen. Ja, es wird sicherlich im Wesentlichen so einfache Zusammenhänge sein. Nur die Frage ist, wie sind diese Zusammenhänge gewichtet? Wie gewichtig ist die Anzahl der Wohnortwechsel gegenüber der Anzahl der Bankkonten, die ich unterhalte und so weiter? Das ist eigentlich typischerweise der Punkt bei Whitebox. Bei Blackbox ist es so, das sehen wir jetzt bei aktuellen Sachen wie ChatGPT auch, zum Beispiel eben beispielsweise bei neuronalen Netzen. Es kann offengelegt werden, noch und nöcher. Sie können nicht auf einfache Art und Weise, Sie müssen den Algorithmus schon laufen lassen, Sie können nicht auf einfache Art und Weise sich zumindest eine grobe Vorstellung entwickeln, was der Algorithmus herausbekommt mit diesen Daten, sondern eben dieses Zusammenspiel in einem neuronalen Netz beispielsweise ist so komplex, dass man das nicht mehr als Mensch nachvollziehen kann. Darauf läuft das letztendlich hinaus. Whitebox-Kreditwürdigkeit habe ich wieder mal vorweggenommen. Wir haben verschiedene Kenngrößen hier und das Training liefert numerische Gewichtungen der einzelnen Kenngrößen. Ja. Wie wichtig ist das Alter für das Schuldnerverhalten, wie wichtig ist das Jahreseinkommen für Schuldnerverhalten und so weiter und so fort, entsprechende Gewichtungen. Und wenn Sie diese Gewichtungen kennen, sollte das Unternehmen, das Ihren Score berechnet, das mal offenlegen, dann können Sie das einfach ablesen, was dann wohl Ihr Gesamtscore ist, beziehungsweise eben Sie können einfache Überlegungen anstellen. Wenn ich noch einen Handyvertrag abschließe, warum auch immer, dann geht mein Score höchstwahrscheinlich deutlich runter. So, Blackbox, da möchte ich eben auch das Beispiel Netze ansprechen. Da will ich nicht reingehen. Ich will nur ganz, ganz oberflächlich kurz sagen, was das ungefähr ist, ohne da wirklich in die technische Seite reinzugehen, auch nicht in die biologische Seite reinzugehen. Dafür gibt es definitiv andere Lehrveranstaltungen. Ich werde jetzt hier auch kein Bild zeigen von neuronalen Netzen, damit ich von vornherein keine Probleme mit Urheberrecht bekomme. Und ich will auch nicht selber so ein Bild zeichnen. Sie finden unter dem Stichwort neuronale Netze natürlich beliebig viele Bilder, die das ganze Schema visualisieren. Hier geht es ja auch nicht darum, wie die technisch funktionieren. Hier geht es ja um das Kapitel Informatik und Gesellschaft. So, also es wird auf sehr primitive Art und Weise die Funktionsweise des Gehirns simuliert. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, dass mit ChatGPT jetzt auf dem nächsten evangelischen Kirchentag ein ganzer Gottesdienst
durch ChatGPT kreiert werden sollen, mit allem drum und dran, was so ein Gottesdienst halt sowas hat. Also erste Predigten sind schon von ChatGPT geschrieben worden und kamen wohl gar nicht so schlecht an in den Gemeinden. Also also es ist schon eine ganze Menge, was mit diesen primitiven Simulationen heutzutage möglich ist. Ja, Sie haben das wahrscheinlich im Biologieunterricht mal so ein bisschen auch, so wie ich auch, mitbekommen, dass das Nerven, alles was mit Nerven zu tun hat, egal ob Gehirn oder anderswo, Neuronen sind mit Verbindungen von einem Neuron ins nächste. Über diese Verbindungen werden auf elektrochemische Weise Signale geschickt. Numerische Potenziale heißt die Signalstärke. Also das ganz normale elektrische Potenzial, also der Ladungsabfluss, müsste das eigentlich sein, werden hin und her geschickt über diese Verbindungen. Und diese Neurone wiederum sind parametrisiert. Da sind wir tatsächlich jetzt beim Thema maschinelles Lernen, nicht wahr? Diese Regeln sind parametrisiert. Die Neuronen lernen, indem diese elektrochemischen Parameter, Stellgrößen in den Neuronen dann, also in denen, wo dann eben die Signalstärke mit moderiert wird, mit der ein Neuron feuert, der Schwellwert, wie hoch das eingehende Signal sein muss, damit das Neuron seinerseits Signale an alle anderen Neuronen, zu denen es Verbindungen hat, tatsächlich ausschickt, und dann auch die Signalstärke, mit der das Neuron feuert. Und genau das ist das Training. Also wir haben eine Software, die im Prinzip, können Sie sich vorstellen, ein riesiges Array oder was auch immer von Neuronen ist. Diese Neuronen haben Parameter und funktionieren nach einem einfachen Schema. Wenn ein Neuron einen Schwellwert hat, ein Signal bekommt mit einem Schwellwert größer als dieser dazugehörige Parameterwert, dann feuert dieses Neuron seinerseits an alle Nachfolger und zwar mit einem Wert, der einem anderen Parameter entspricht. So in einfachster Form. Natürlich kann man das beliebig verkomplizieren in der Software, und natürlich ist es auch viel komplizierter in der Biologie, wobei dann das natürlich auch einen Schritt weiter gehen kann, nämlich dass auch immer Verbindungen aufgebaut oder entfernt werden oder sogar Neuronen zusätzlich eingefügt werden oder wieder entfernt werden, wenn sie sich als unwichtig für die Entscheidungsfindung erweisen. Es gibt diese Verbindungen, sind nicht nur zwischen den Neuronen, von einem Neuron zum anderen, sondern auch von der Außenwelt in einzelnen Neuronen und von einzelnen Neuronen, nicht von allen Neuronen, sondern von einzelnen Neuronen typischerweise in die Außenwelt. So, jetzt habe ich auch gar nicht mal so sehr die Fachsprache dafür verwendet, aber ich denke, Sie werden, wenn Sie weiter interessiert, die technische Seite, können Sie natürlich entweder Lernveranstaltungen dazu belegen, oder ich vermute mal, dass schon so Webseiten wie deutsch- oder englischsprachige Wikipedia da schon sehr viel weiterhelfen. So, Beispiel Kreditwürdigkeit. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein neuronales Netz verwendet wird, um die Kreditwürdigkeit zu trainieren mit Trainingsdaten, mit denselben Trainingsdaten wie bisher auch, dann kommen diese ganzen Eingabedaten über entsprechende Verbindungen hinein in das neuronale Netzwerk, und die Verbindungen aus dem Netz heraus, die geben die oder eine Verbindung in dem Fall, wenn wir uns nur für den Score interessieren, dann kommt diese eine Verbindung irgendwo aus dem Netz raus, und was dazwischen passiert, ist völlig undurchschaubar. Natürlich, wenn wir beliebig viel Zeit hätten, das per Hand durchzurechnen, würden wir nach so ein paar Millionen Jahren vielleicht tatsächlich nachvollziehen können, wie der Score herausgekommen ist aus den Eingabedaten. Aber so einfach, wie wir das eben bei Whitebox hatten, ist es mit Sicherheit nicht, dass wir einfach von den Gewichtungen her, dass wir einfach die Gewichtungen, die der Lernalgorithmus berechnet hat,
einfach selber hernehmen können und daraus unseren Score berechnen können, beziehungsweise auch einfache Vermutungen anstellen können. Wenn wir mehr noch ein weiteres Bankkonto eröffnen, wird das Score runtergehen und solche Sachen. Das kann man alles bei Blackbox dann entsprechend nicht. Und das ist natürlich auch ein ethisches Problem, dass wir nicht nur, dass wir eben Algorithmen entscheiden lassen, sondern dass wir auch Algorithmen, die wir prinzipiell nicht mehr nachvollziehen können, deren Ergebnisberechnung, ja, warum sie dahin das berechnet haben und nicht was anderes, prinzipiell nicht mehr nachvollziehen können. So, bin ich jetzt durch. Ich will gar nichts mehr sagen darüber, wie KI, maschinelles Lernen funktioniert, aber das waren so die wesentlichen Klassifikationen. Überwachtes, unüberwachtes Lernen, da möchte ich noch die Warnung aussprechen, hatte ich vorhin vergessen. Bei überwachtem und unüberwachtem Lernen, die Namen sind unglücklich gewählt. Überwachtes Lernen heißt mit gegebener Klassifikation, unüberwachtes Lernen heißt ohne gegebene Klassifikation. Der maschinelle Lerner soll selber die Klassifikation herausfinden. Ja, das hat eigentlich mit dem, was man sich überwacht und nicht unüberwacht vorstellt, überhaupt nichts zu tun. Wird häufig in Prüfungen falsch gemacht, dass die Prüflinge sich offenbar mehr von der Begrifflichkeit als von dem, was dazu in den Folien steht, leiten lassen. Sollten sie nicht machen, diesen Fehler. So, was sind jetzt die Probleme von KI? Offenkundige Fehlurteile durch KI, nicht? Das ist ein klassisches Beispiel, ist auch schon ein paar Jahre her. Da wurde eine Software darauf trainiert, Menschen und verschiedene Tierarten voneinander zu unterscheiden, eben mit solchen Trainingsarten, dass beispielsweise Bilder von Menschen gezeigt wurden mit der Annotation Mensch, Bilder von Orang-Utan mit der Annotation Orang-Utan oder eben vielleicht nur Affen zusammengenommen, Bilder von Affen mit der Annotation Affe, und heraus kam, dass schwarze Menschen als Affen klassifiziert worden sind. Warum? Ja, das Problem war vermutlich, dass die Trainingsdaten für Menschen, also die Trainingsdaten, die mit dem Begriff Mensch also eben annotiert waren, dass das anscheinend nur hellhäutige Menschen waren oder fast überwiegend nur hellhäutige Menschen, sodass die KI eben die Hautfarbe oder die, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, die Oberflächenfarbe, so als Oberbegriff für Hautfarbe und Fellfarbe, die Oberflächenfarbe, die Helligkeit, also die Oberflächenhelligkeit als wesentlichen Unterschied zwischen Menschen und Affen herausfinden musste, weil das nun mal wahrscheinlich das prägnanteste Unterscheidungskriterium war in den Trainingsdaten und dementsprechend zu falschen Schlüssen gekommen ist, wenn man jetzt Bilder von Menschen vorlegt, für die es keine Entsprechung in den Trainingsdaten gab. Ja, das passiert ja auch Menschen, Kindern, die noch nichts mitgekriegt haben von der Welt oder früh in früheren Zeiten, Kolonialzeit, dass Völker, die noch nichts mit fremden Völkern zu tun hatten, die ganz anders aussahen, dass sie diese fremden Völker ganz anders klassifiziert haben, eben nicht unbedingt als Menschen wie sie selbst. So, dann gibt es auch nicht nur Fehlurteile, sondern Urteile, die zwar korrekt sind, aber trotzdem gesellschaftlich unerwünscht sind. Zum Beispiel will ich ein Beispiel nennen. Da nehme ich wieder Kreditwürdigkeit als Beispiel. Also eine der eigentlich besten Kenngrößen für Kreditwürdigkeit ist der Wohnort, die Adresse, die Postanschrift. Also Straße, Hausnummer, Postleitzahl. Aber es ist gesellschaftlich unerwünscht, das herzunehmen. Und die Unternehmen, die Kreditwürdigkeit, die Scores berechnen, behaupten auch steif und fest, dass sie diese Adressen, obwohl sie die perfekte Information wären, oder fast perfekt, also wesentlich besser sicherlich als viele andere Informationen, die Kreditwürdigkeit vorhersagen können, dass sie diese Informationen nicht verwenden. Also ob sie das wirklich nicht tun, weiß man natürlich nicht wirklich, weil, wie gesagt, das alles nicht offengelegt ist.
die ganzen Informationen, wie, das sind alles Geschäftsgeheimnisse. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen, ist auch ein paar Jahre her. Die Krankenversicherungsunternehmen, wir reden von ganz Europa in dem Fall, nehmen gerne Geschlecht als Kenngröße und kommen regelmäßig dazu, dass dann, also wir reden von privaten Krankenversicherungsunternehmen, wo man einen privaten Vertrag abschließt. Ich rede jetzt nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Kommen regelmäßig dann dazu, dass Frauen höhere Prämien zahlen müssen, also ein schlechteres Risiko dastehen und deshalb höhere Prämien zahlen müssen als Männer aus verschiedenen Gründen. Schwangerschaft wird natürlich aus Sicht von Krankenversicherern als Risiko gesehen. Frauen werden älter und kommen häufiger in die Phase des Lebens, die richtig teuer wird und verschiedene andere Sachen. Aber der Europäische Gerichtshof hat dann letztinstanzlich entschieden, dass das nicht rechtens ist, dass das Geschlecht nicht als Kriterium verwendet werden darf. Inwieweit das jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass da eine Angleichung stattgefunden hat oder ob andere Kriterien dann wieder für die verschiedenen Geschlechter unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Auf jeden Fall war damals in den Medien, dass die Prämien für alle angehoben worden sind. Also dass am Ende vielleicht die Frauen gar nichts gewonnen haben, sondern die Männer was verloren haben oder irgendwie sowas, kann ich mich dunkel erinnern. Es ist ja nicht so, selbst wenn man das Geschlecht nicht als Kriterium hernimmt, natürlich durch so Sachen, natürlich gibt es viele Sachen, die mit dem Geschlecht irgendwie korreliert sind. Ja, viele verschiedene Sachen, sodass sich potenziell doch wieder eine unterschiedliche durchschnittliche Prämienhöhe bei Männern und bei Frauen herausgeben. Das kann man, wenn der Gesetzgeber oder die Gerichte in dem Fall das nicht wollen, dann muss sozusagen der Krankenversicherer offenlegen, was im Durchschnitt die Prämienhöhe bei Männern und bei Frauen ist und gegebenenfalls dann auch eine Erklärung liefern, warum die Durchschnittshöhe unterschiedlich ist oder wie immer das dann gesetzlich ausgestaltet wäre. Also Sie sehen, es ist ein durchaus kompliziertes Thema. Verstärkung von gesellschaftlich unerwünschten Entwicklungen, Filterblasen, das Thema kennen Sie ja, dass die Menschen, dass in sozialen Netzwerken und Ähnlichem häufig die Menschen tendenziell mehr mit Meinungsäußerungen konfrontiert sind, die ihre eigene Sicht bestärken, als mit dem entgegenstehenden Meinungsäußerungen, sodass also eine Verstärkung der eigenen Meinung potenziell da gegeben ist, also sprich auch eine Spaltung der Gesellschaft, eine Radikalisierung von einzelnen Gruppen der Gesellschaft und so weiter. Und natürlich die ganzen, was durch KI sind, natürlich die Kontrollmöglichkeiten und die Beeinflussungsmöglichkeiten viel, viel besser geworden. Ja, denken Sie an die Möglichkeit Gesichtserkennung von Kameras, selbst mit Maske, selbst mit so einer OP-Maske, die Möglichkeiten herauszufinden, wenn entsprechend der öffentliche Raum so stark mit Kameras bestückt ist, dass man mehr oder weniger lückenlos nachvollziehen kann, wer jetzt wo lang geht, Beeinflussungsmöglichkeiten natürlich auch. Das fängt ja schon mal an damit, dass Ihnen vielleicht eben die individuelle Werbung geschaltet wird. Und das sind doch wahrscheinlich die harmlosesten Formen von Beeinflussung. Deepfake brauche ich Ihnen jetzt nichts weiter zu sagen, nicht? Inzwischen haben wir vor ein paar Wochen gesehen, den Papst im Wintermantel und Donald Trump in Handschellen abgeführt. Bilder, die durch einen maschinellen Lerner wohl anscheinend erzeugt worden sind. Falsche Filmsequenzen mit historischen Persönlichkeiten kann man sich ja beliebig Unfug vorstellen, was man damit machen kann. Dass man Persönlichkeiten der Historie völlig falsche Reden, völlig entgegengesetzte Reden dann sozusagen unterschiebt. So, die Ergebnisse können nur so gut sein wie die Daten, versteht sich. Garbage in, garbage out, das kennen Sie auch in anderen Stellen in der Informatik, ein gängiger Spruch.
Wenn Sie in einen Algorithmus was reinstecken, was schon Müll ist, dann kriegen Sie natürlich nichts raus, was. Also wenn Sie etwas reinstecken, was schon nicht valide ist, dann ist das Ergebnis natürlich auch nicht valide. Wie soll es auch sein? So, hier nochmal, was ist da wohl passiert? Das ist nicht nur meine Vermutung, aber ich lasse es mal als meine Vermutung stehen. Ich will jetzt hier keine Behauptung aufstellen, dass da Bilder von hellhäutigen Menschen die Grundlage des Trainings waren. So, noch ein interessantes Beispiel. Wir haben ein Beispiel, was auch schon wieder jetzt ein paar Jahre her ist. Ob es noch aktuell ist, ob das immer noch passiert, weiß ich nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Also die Trainingsdaten können natürlich nur auf Besetzungsentscheidungen menschlich entscheider, müsste es ja heißen, Entschuldigung, in der Vergangenheit. Das kann ja als Trainingsdaten hergenommen werden. Und wenn es da irgendwelche Verzerrungen gibt, dann sind die natürlich dann auch in der Entscheidung drin. Und auch in den Vorurteilen dann, man muss ja, um Trainingsdaten zu basteln, für diesen Fall, muss man ja nicht nur das Profil der Person mit Bildungsabschluss, Alter und so weiter hernehmen, sondern man muss ja dann auch eine Beurteilung noch erstellen, wie diese Person sich dann später in der Firma gemacht hat. Und da können natürlich eine ganze Menge von Vorurteilen reinkommen. Und überhaupt, wenn die Trainingsdaten nicht ausgeglichen sind, das ist ganz generell so, nicht nur bei Frauen und Männern, wenn die Trainingsdaten nicht ausgeglichen, die Trainingsdaten müssen ausgeglichen sein, damit der maschinelle Lerner vernünftige Ergebnisse erzeugen kann. Sodass also vielleicht da die Basis nicht ausgereicht hat, dass im Zweifelsfall zu viele männliche Bewerber, bei denen positive Entscheidungen vorgeschlagen werden, dann in der Bewerbungsrunde drin sind. So, gesellschaftlich unerwünschte Urteile habe ich auch wieder vorweggenommen. Jetzt nochmal kurz schriftlich. Verstößt gegen gesellschaftliche Normen, Kreditwürdigkeit, Einbeziehung des Wohnorts hatte ich als Beispiel, Beitrag zur Krankenversicherung, Einbeziehung des Geschlechts. Diese Beispiele hatte ich eben schon an der Übersichtsfolie erläutert. So, und wir haben jetzt hier noch ein Metaproblem bei der ganzen Geschichte darüber hinaus. Das ist ein Problem, das natürlich die ganze Wissenschaft letztendlich hat. Insbesondere auch alles, was mit Mathematik oder mit Informatik, mit dem Computer zu tun hat. Nämlich, dass häufig einfach diesen Sachen, die man selber dann ja meistens auch nicht versteht, nicht durchschaut, wo man auch die Problematiken nicht, wo die meisten Menschen wahrscheinlich auch die Problematiken nicht durchschauen, dass da einfach unkritisch geglaubt wird. Ein Schlagwort, was jetzt speziell auf die, was sich mehr auf die Mathematik bezieht, aber KI ist ja eigentlich auch Mathematik und nicht nur Informatik. Das Schlagwort Mathwashing. Und sehr häufig ist es natürlich so, dass hinterher es eigentlich nochmal über den Schreibtisch eines menschlichen Entscheiders geht, wie zum Beispiel Kreditwürdigkeit, ob ein Kredit nun vergeben wird oder nicht. Aber dieser Entscheider ist natürlich in einer Zwangslage. Ja, wenn er einfach die Entscheidung der KI durchwinkt, kann ihm nichts passieren. Ja, wenn die Entscheidung fehlerhaft war, war halt die KI schuld. Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, der Score, der automatisch berechnet wird für Kreditwürdigkeit, ist eher schlecht. Und der Bankberater, der jetzt die letztendliche Entscheidung über Kreditvergabe und Kreditvergabekonditionen hat, weiß aber, dass diese Person eigentlich ganz vernünftig ist und weiß auch, woher dieses schlechte Ergebnis kommt, dass es eigentlich gar nichts aussagekräftig ist und vergibt trotzdem einen Gegenkredit. Und aus irgendwelchen Gründen platzt dieser Kredit jetzt, der Schuldner kann nicht mehr zahlen. Ja, dann steht dieser Bankberater natürlich ganz schlecht da, wenn er gegen den Vorschlag der Software eine so schlechte Entscheidung getroffen hat. Also wird
werden die Entscheider typischerweise der KI einfach das Ergebnis der KI durchwinken. Damit ist der menschliche Entscheider als Korrektiv natürlich ausgehebelt. So, aber es gibt nicht nur Negatives zu sagen über KI, sondern auch Positives. Ja? Also erstens mal, wir haben, wenn ich jetzt von beispielsweise von Bankberatern rede, die Kredite vergeben, dann haben wir mehrere Filialen. Früher, als es die ganze IT-Unterstützung noch nicht gab, hatten wir richtig viele Filialen. Da war fast an jeder Ecke gefühlt eine Filiale von jeder gängigen Bank oder Sparkasse. Und dementsprechend gab es dann entsprechend viele Leute, die jeweils über relativ kleinen Anteil aller Kreditanträge zu entscheiden hatten. Das heißt also, wenn in der alten Situation hatten wir verschiedene Umstände, wie zum Beispiel persönliche Vorlieben des Einzelentscheiders. Ja, wenn er den Kreditantragsteller aus dem Fußballverein kennt und von dem dann eine gute Meinung hat oder ähnliches, oder eine schlechte Meinung hat, oder wenn das Auftreten nicht den Vorstellungen des Bankberaters entspricht und so weiter. Sie wissen, wovon ich rede, auch Tagesform. Es gibt Untersuchungen über Gerichtsurteile, dass die Richter vorm Mittagessen anders entscheiden, statistisch signifikant anders entscheiden als nach dem Mittagessen, solche Sachen, Tageszeit. Und wenn Sie jetzt eine KI haben, die sehr, sehr viele Entscheidungen trifft, dann können Sie tatsächlich den Finger auf die Wunde legen. Dann können Sie Probleme finden, die Sie in dem alten System mit vielen einzelnen Entscheidern nicht finden können, weil können Sie ja gar nicht herausfinden, was die Gründe waren für die einzelnen Personen. Aber wenn Sie eine automatisierte KI haben, die viele, viele Fälle entscheidet, dann gibt es viel mehr Möglichkeiten herauszufinden, was da eigentlich los ist, ja, dass sich Diskriminierung aufdecken lassen. Ja. Sie können, also wie wollen Sie das machen in dem alten System mit vielen dezentralen Bankberatern, die letztendlich doch subjektiv entscheiden? Wie wollen Sie da aufdecken, dass da eine systematische Diskriminierung stattfindet? Ja, Sie können das statistisch vielleicht sehen, dass da etwas merkwürdig ist. Sie können aber nicht aufdecken, ob das gute oder schlechte Gründe hat, ob das nur die Vorteile sind von einigen Bankberatern oder von vielen Bankberatern oder ob da gar keine Vorteile sind, sondern ob das dann Ganze tatsächlich seine guten Gründe hat. Sie können ja gar nichts machen. Aber hier können Sie was machen und wird ja auch gemacht. Rechtsetzung oder Rechtsprechung in dem Beispiel EU-Gerichtshof oder Ächtung. Dass Kreditauskunft eben nicht auf oder Kreditauskunft eben nicht auf dem Wohnort basieren darf oder so etwas. So, ich möchte schließen das Thema KI mit einzelnen wenigen Beispielen aus dem fiktionalen Bereich. Da gibt es natürlich viel, viel Möglichkeiten. Ich möchte nur zwei Beispiele hernehmen aus Film. Das erste ist tatsächlich als Film ursprünglich entstanden, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein Weltuntergangsszenario, eine bitterböse Satire auf die gegenseitige atomare Abschreckung, Anfang der 60er Jahre in Schwarz-Weiß gedreht. Also wenn Sie mal Gelegenheit haben, diesen Film zu sehen, meines Erachtens lohnt er sich, auch wenn er nicht unserer heutigen Sehgewohnheiten natürlich mehr entsprechen kann. So, worum geht es in dem Film? Es geht um einen General der US Air Force, der halt ein paar Dutzend Bomberflugzeuge, die mit Atombomben bestückt sind, unter seinem Kommando hat und ihnen den Angriffscode gibt. Und er blockiert den Widerruf durch andere Autoritäten letztendlich, indem er sich auch noch selbst Suizid begeht, sodass man auch aus ihm dann keine Möglichkeit mehr hat, aus ihm den Widerrufscode dann dann wiederzuholen. Ich gehe noch mal hier kurz drauf ein. Die meisten Flug, also
Der Widerrufscode konnte trotzdem noch wieder rekonstruiert werden. Und die meisten Atombomber haben diesen Funkspruch bekommen und sind wieder abgedreht, sind zurückgeflogen. Ein paar sind von sowjetischen Abfangjägern abgeschossen worden. Einer wurde auch von einem sowjetischen Abfangjäger angegriffen, wurde aber nicht abgeschossen, sondern es wurde nur das Funkgerät zerstört, sodass also dieser eine Atombomber nicht abgefangen wurde und auch nicht den Funkspruch mit dem Widerrufscode bekommen konnte. Und der setzt seine Flug fort, Angriff auf eine sowjetische Großstadt. So, und in dem Film versuchen die Amerikaner jetzt alles, die Sowjets davon zu überzeugen, dass sie jetzt nicht den ganz großen nuklearen Gegenschlag machen. Aber jetzt kommt die KI. Die Sowjets haben schon in diesem Film erzählt, der sowjetische Botschafter in Washington, dem Präsidenten und seinem Generalstab, die Entscheidung darüber, ob ein Gegenschlag passiert oder nicht, längst an eine Maschine delegiert, also so etwas, wovon wir hier reden, nicht? Also eine Maschine, die selber entdeckt, dass da mindestens eine sowjetische Großstadt atomar eingeäschert worden ist und dann automatisch, ohne dass der Mensch noch eingreifen kann, den vollen massiven atomaren Gegenschlag auslöst, was natürlich wiederum bedeutet, dass auch die Amerikaner dann die ganze Sowjetunion im Gegengegenschlag eingeäschert hätten und viel wäre dann wohl von der Menschheit nicht mehr übrig geblieben. So, der Sinn der Sache ist natürlich klar. Der Gegner kann nicht darauf hoffen, dass sie vor der letzten Konsequenz Angst haben und doch nicht den großen atomaren Gegenschlag auslösen. Und eine Pointe in dem Film war, dass die Sowjets zwar diese Weltuntergangsmaschine in Betrieb genommen haben, die eben automatisch den Dritten Weltkrieg auslöst, das atomare Finale, aber das Ganze hat natürlich nur dann einen höheren Abschreckungseffekt, wenn der Gegner auch weiß, dass das so stattfindet. Solange der Gegner das nicht weiß, ist natürlich kein höherer Abschreckungseffekt gegeben. So, das andere Beispiel, das ist auch verfilmt worden, das sind mehrere Kurzgeschichten von Isaac Asimov. Viele Kurzgeschichten von Isaac Asimov gehen um die von ihm selbst formulierten drei Robotergesetze. Ich will hier nur die ersten beiden nennen. Robotergesetze, also wir reden hier von einer Welt, in der die Roboter sogar intelligenter sind als die Menschen. Sie sind aber in ihrem Handeln eingeschränkt durch die drei Robotergesetze, die sinnvoll klingen, nicht? Hier die ersten beiden Gesetze. Ein Roboter darf ein menschliches Wesen nicht verletzen oder Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Und zweites Gesetz, wenn erstes Gesetz gewährleistet ist, muss ein Befehl gehorchen. Drittes Gesetz ist Selbsterhaltung des Roboters, solange die ersten beiden Gesetze dadurch nicht verletzt werden. So, aus einer der Kurzgeschichten, die in diesem Film verarbeitet worden sind, stammt dann die Pointe des ganzen Filmes, nämlich, dass die Roboter sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben. Was heißen denn diese zwei Gesetze? Was heißt das denn ganz konkret? Das heißt, die beste Möglichkeit, Schaden von Menschen abzuwenden oder durch Untätigkeit Schaden zuzulassen, ist, die Menschen einsperren in so eine Art goldenen oder mit Watte staffierten Käfig, wenn man so will, ihnen sie also ihrer Freiheit zu berauben, weil ja nun mal Menschen das größte Risiko für sich selber und für andere Menschen sind. Und das zweite Robotergesetz besagt war, dass Roboter den Menschen zu gehorchen haben, aber nur, wenn es nicht kollidiert mit dem ersten Robotgesetz. Und das heißt also, die Menschen können den Robotern noch so viele Befehle geben, bitten, flehen, was auch immer. Die Roboter sperren sie einfach zu ihrem eigenen Wohle ein, aufgrund des ersten Robotergesetzes. Diese Geschichte ist nur ein Beispiel von verschiedenen in den Kurzgeschichten von Isaac Asimov, wo er verschiedene Art und Weise diese einfachen Gesetze ad absurdum führt. So,
Damit bin ich mit diesem Thema durch. Hier möchte ich noch ein paar Links geben, ethische Leitlinien. Ich möchte daran erinnern, dass Sie bitte jetzt so bald wie möglich ein Thema vorschlagen für den ersten Unterrichtsentwurf. Und jetzt ist das Kapitel für den ersten Unterrichtsentwurf durch. Also es gibt jetzt keinen Grund mehr, dass Sie noch weiter zögern. Ich werde es auch noch mal heute noch in Moodle herumschicken. So, damit sind wir mit diesem Kapitel durch. Das heißt, ich werde jetzt diese Aufnahme stoppen, um fürs nächste Kapitel dann eine neue Aufnahme zu beginnen.